Jo, ich wollte nur Bescheid sagen, dass im Hintergrund des Videos ein paar Gameplay-Ausschnitte von mir laufen, die ich ziemlich gefällt habe. Und jetzt würde ich sagen, geht's los mit dem Video. Jo, hallo, mein Name ist Laminator und ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Und zwar mache ich heute einmal ein 10 Facts About Me. Und zwar ist die erste Frage, ich habe mir so selbst Fragen aufgeschrieben, die werde ich euch jetzt hier in dem Video beantworten. Und zwar ist die erste Frage, wie alt bist du? Und zwar bin ich 16 Jahre alt. Dann habe ich die nächste Frage gleich dazu. Und zwar, wann hast du Geburtstag? Ich habe am 16.01. Geburtstag und hatte dieses Jahr also schon Geburtstag, also könnt ihr euch denken, wie alt ich bin. Dann die nächste Frage, wie heißt du im Real Life? Und zwar heiße ich Sören mit Vornamen im Real Life, den Rest zeige ich euch jetzt mal nicht. Und zwar, ja, so. Und dann ist noch die Frage, wie bist du auf deinen Ingame-Namen gekommen? Und ich bin auf meinem Ingame-Namen gekommen. Und zwar, es gab einmal einen Fußballspieler, Sören Lerby heißt der. Ja, heißt der, also er spielt nicht mehr, aber der hat mal gespielt und zwar beim FC Bayern München und da der FC Bayern München mein Lieblingsverein ist und mein Opa mich früher auch so genannt hat und ich irgendwie cool fand dieses Lerby, habe ich mich irgendwie einfach Lerby genannt und da ein NATO rangegangen, weil ich dachte, hört sich doch eigentlich gar nicht so schlecht an. So, dann ist die nächste Frage, was ist dein Lieblingsessen? Und zwar muss ich die Frage ein bisschen ausweichen und zwar habe ich nicht so wirklich ein Lieblingsessen, sondern hab einfach so Lieblingschips. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt von Lorenz Nicknacks, nennen sich die Dinger. Ja, wenn ich die esse, bin ich so mal süchtig. Ich esse einfach so eine große Tüte ganz schnell auf. Ja, dann ist, was für Games zockst du? Und zwar zock ich auf meinem PC. Auf, nee, ich habe keinen PC. Ich habe nur einen Laptop. Und ich habe einen Laptop von Asus und so Info. Und ich zocke meistens nur Minecraft eigentlich. Wenn überhaupt, also ich habe noch, ich glaube, zwei oder drei weitere Spiele installiert. Und zwar ist es einmal Age of Legends. Das habe ich die Woche, nee, doch die Woche, die Tage mal wieder ein bisschen gespielt. Aber ich bin halt nicht so der große LoL-Fan. Und dann habe ich noch Counter-Strike Nexon Zombies und FIFA 16 und Star Wars The Old Republic. Aber ja, sonst spiele ich halt eigentlich keine weiteren Games. Und ja. Das reicht mir eigentlich auch so weit. Dann noch eine Frage. Und zwar, welche Sprachen sprichst du? Ich spreche theoretisch gesehen drei Sprachen, aber ich kann beherrschen nur zwei dieser drei Sprachen. Und zwar wäre die dritte Sprache Französisch, die ich aber nicht kann, beziehungsweise die ich 4 Jahre lang nicht richtig gelernt habe. Und ja, das war es eigentlich noch nicht ganz. Dann ist noch die Frage. Und zwar, was ist dein Lieblingssport? Und zwar mein Lieblingssport ist, ja, mein Lieblingssport ist Fußball und mein Lieblingsverein ist der FC Bayern München und bis vor ein paar Jahren, oder ja, eigentlich immer auch so ein bisschen, war mein Lieblingsspieler Bastian Schweinsteiger, weil ich einfach cool fand, wie er gespielt hat. Und nur zur Info, ich würde gerne Fußball spielen, darf das Ganze aber nicht machen, weil mir dabei die Kniescheibe rausspringen könnte, aber das ist ein anderes Thema. Und ja, was wollte ich dazu noch sagen? Ja, und ich habe nur zur Info, wo ich gespielt habe, als ich noch Fußball spielen konnte. Und zwar habe ich meistens auf dem Tor oder in der links hinten, also linker Verteidiger, gespielt. Und dann habe ich auch mal ein Turnier rechts Mittelfeld gespielt. War nicht recht geil, aber heutzutage, naja, wenn ich Fußball spiele, wäre ich wahrscheinlich grottenschlecht, weil ich ungefähr seit, kurz rein, sagen wir, seit 3 oder 4 Jahren nicht mehr vernünftig im Verein gespielt habe. Und die allerletzte Frage ist noch. Welche, nee, wieso laberst du so viel? Ja, wieso laber ich so viel? Wahrscheinlich, weil ich zu viel Energie habe und keine richtige Auslastung. Müsst ihr euch mich wie so einen hyperaktiven Menschen vorstellen? Ja, also dadurch, dass ich halt nicht so eine Auslastung durch zum Beispiel Fußball, was ich gerne machen würde, ja, Sport, so allgemein, darf ich halt ziemlich wenig machen. Deshalb habe ich keine richtige Auslastung. Und deshalb labere ich so viel. Egal ob in der Schule oder in-game oder. Wenn ich zocke und dann laber ich mal mit Dialekte, kann ich jetzt, nee, kann ich vormachen, kann ich vormachen, kann ich vormachen, ja, ich mache noch ein paar, nee, ich lasse mal sein, egal, ja, und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, ja, und tschö, mit Ö und blubbidi blubbidi blub.